in der Hinterhand hätte Vogel zum Beispiel noch Marcelo Diaz, den Chilenen, der aus dem Mittelfeld ganz sicherlich noch Impulse geben könnte. Dann der freche Versuch aus 40 Metern, der zum 2:1 für den FC Basel führt. Hier, ja, das waren 40 Meter. Bürki stand viel zu weit vor seinem Tor und dann versucht Gigliappi einfach mal. Raffiniert gemacht vom Ivora und da sieht Bürki natürlich überhaupt nicht gut aus. Also die Berg- und Talfahrt bei Roman Bürki, die geht weiter.